aufgefallen ist. Oh, nee, ich fand es nicht so, ja, oh, ich fand es gar nicht so war eigentlich ein schlimm. bisschen frisch draußen letzten Tag. Nee, Ich ja, mit Regenjacke. heute war es eigentlich recht angenehm, oder wobei. Heute war es super. Ja, aber War halt also ich habe jetzt mir so erzählt, dass diese Hitzefront nach Rumänien ein bisschen übergegangen ist, ne? Und da war, also in den Nachrichten hieß es, dass ein Mädchen sich bei so einer Polizeistation auf die Treppen hingesetzt hat, weil die da ein besseres Internet hatte. Und nicht gemerkt hat, wie heiß es eigentlich ist. Und dann, der halt, und die hatte halt so irgendwie eine Atemnöte oder so, also irgendwie eine Art Asthma oder keine Ahnung, was die jetzt genau hatte, ne? Und die ist dann halt ohnmächtig geworden oder so ein Shit und ist im Krankenhaus gestorben. An der Fuck. Hitze. Dachte ich mir auch so, what the fuck? Weißt du, an der Poli, Ich glaube, das habe weißt ich du, auch an der irgendwo gehabt. Polizeistation. Also bei den scheiß Treppen, ja, und keiner merkt es. Ist auch eine Poststelle in Rumänien. Ja, weißt du, aber trotzdem, weil, keine Ahnung. Sie kann froh sein, dass es nicht in Polen war, da wäre eh noch der Laptop geklaut worden. Nee, mit dem Handy halt war die Also da. von daher, ja, dann wäre eh das Handy geklaut worden. Max, komm mal zu mir. Weißt du, ich glaub, Ja. wenn sie jetzt tot ist, dann kannst du scheißegal sein, ob ihr Handy geklaut wurde oder nicht. Gut. Also, das ist schon hart bitter. Aber ich glaube, ihr siehst doch irgendwie, dass in Deutschland auch irgendwie 14 Menschen gestorben oder sind oder so wegen der Hitzewelle oder so. Das wundert mich nicht, also mal ganz Ist ehrlich. schon krass, aber trotzdem ist schon krass. Also, weißt du, nur wegen warmem Wetter sterben gleich Menschen. Und 14 sind auch nicht gerade Gut, Menschen wenig. sind es nicht, die sind es einfach nicht gewohnt, und wenn sie dann noch einen Hitzschlag kriegen oder keine Ahnung was, dann ist das klar, dass die Ja, da zeitlich manche sinken. Leute, die übertreiben halt auch, ne? Weißt du, so Extremsport machen bei 40 Grad draußen. Besteht Ja, ihr? du. Ich meine, ich als Lebenspartner würde dann mich schon freuen, wenn dann irgendwie so eine sehr hohe Lebensversicherung für mich da wäre. Also. Max hat's nur aufs Geld abgesehen. Ist echt so. Max, komm zu mir bitte. Wo denn? Zu meinem Haus, zu meinem Lager. Sag das halt gleich. Wo kann ich hier runter, ohne dass ich gleich sterbe? Hier. Wie war das jetzt eigentlich mit der Geschichte, die in der Gruppe war, von wegen mit diesem Amokläufer oder so? Ja, da ist Das habe in ich. Dings, das war ein Amoklauf. In Ansbach Andernfalls, oder wie? ich glaube schon, ich weiß es nicht genau. Ich hab das nur heute früh, ich bin Aber. kurz aufgewacht gewesen und hab das gelesen gehabt und dachte mir so, what the fuck? Es war War heute, das heute oder also gestern? mittlerweile war es gestern. War sogar heute? Ja, es war. Für die Ja. Zuschauer war es vor ein paar Wochen. Aber what the fuck? Wie jetzt? Der hat irgendwie zwei Leute im Drive-In einfach mal abgeknallt oder so? Und hat zwei Nein. Jahre Lebenslänge. Quatsch, zwei Also nicht Jahre. das. Zwei Jahre Dings bekommen. Bewährung. Ich habe hier. Nein, ich Ja, habe hier Max gerade steht was auf sowas. anderes Cooles gefunden, schon wieder in der Schlo in meinem Dings. Und wie, der hat irgendwie zwei Jahre Ja, irgendwie sowas, ich Bewährung weiß bekommen es oder war nicht das ein genau. Irgendwie Scherz? sowas war. Weil, what the fuck? Der kriegt zwei Jahre auf Bewährung, weil er zwei Menschen umgebracht hat, hä? Also ich dachte immer, wenn man Menschen umbringt, dann kriegst du auch lebenslang. Man kann jemanden totschlagen, jemanden umbringen. Du Ja, kannst und wegen Mord er hat jemanden angeklagt werden oder du umgebracht. kannst wegen Totschlag angeklagt werden. Bei Totschlag bekommst du weniger. Ist doch ein Und er wurde Totschlag wegen ist nur Totschlag ein. angeklagt. Ja, überhaupt nicht Mord, ne? So einfach mal so ein bisschen rumballern. Der hat ja eben, der hat Ja, doch aber die hat gezielt nicht Leute kacke, das ist halt. umgebracht. Der hat drauf losgeschossen und dachte sich so, oh, YOLO! Kommt auf Okay, noch an, wie YOLO wird alt das er jetzt vielleicht war. nicht mehr gedacht haben, Ja, das aber ist auch ein bisschen cringe. ja. 14 war oder 18? Ja, Ich würde okay, erst stimmt, mal kommt drauf an, wie alt gleich er war. weg, Wenn ich bin kurz, ich bin mal kurz er weg. irgendwie unter 18 ist. Ist gleich. Was musst du machen? Aber. Ich habe einen Hund, Finde ich ich auch ahne mal, was nicht. ich mit dem Finde Hund ich. machen muss. Ja, Genau, Gassi gut, führen. okay. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Aber ich verstehe es halt trotzdem So, nicht. Das ist das echt ein ist bisschen halt der ungerechtfertigt. Unterschied Vor allem, wenn du zwischen dann im reichen Internet oder Leuten so einen und Film armen Leuten. illegal Reiche Leute runterladest, kommen dann auch kriegst du mit gleich dem Mord lebenslang. durch. Aber wenn du jemanden umbringst, dann. Ja. So ein Scheiß einfach. Ja. Oh, Gott, Gott. Wo hast du dich gestern geoutet, Und habe was ich gehört. gibt's sonst noch irgendwas Neues an Geschehnissen? Zum Beispiel? Hast du dich schon geoutet?
Egal, was ich jetzt auf diese Aussage antworte. Hast du Eltern schon gesagt, dass du schwul negativ bist? für mich sein, also ich lasse es einfach. Ich werde auf diese Aussage die nicht Schiff. Antworten, Marvin. Als Maul. Das ja, Schiff. Ich bin nicht mehr so dumm wie damals in der 8. Klasse. Oder war das in der 8.? Es ist ja auch egal. Oh weißt du, über was wir reden könnten? Ne? Das ist eigentlich ein voll, voll süßes Thema. Wie wir alle uns kennengelernt haben. Ja, nein, wir müssen erstmal von ganz von vorne anfangen. Ja? Also meiner Meinung nach, wie sich diese ganze Gruppe erstmal verfestigt hat, lag daran, dass ich ja... Ich war ja... ja, auch. Ich habe ja in der 6. oder 7. Klasse... das hast du echt gut zu da war ich noch auf der Hauptschule. Da habe ich mit Taekwondo angefangen. Und da habe ich halt den Domi kennengelernt. Also ich hätte... Ja, ich bin in der 8. Klasse aus Taekwondo rausgegangen, weil ich nicht mehr so viel Zeit bzw. keine Lust mehr hatte. Aber ich war irgendwie, was war ich nochmal? Ich hatte einen. Nein! Ich hatte einen Grünen, ich war sogar relativ gut, Mann. Ich bin. Beziehungsweise am Anfang hat es ein bisschen lange gedauert mit den Prüfungen, aber danach habe ich irgendwie sau oft Prüfungen gemacht, weil mein Lehrer meinte, dass ich eigentlich recht gut bin. Das fand ich ganz cool. Aber ich hatte am Anfang immer so extrem Schiss, weil du musstest zu den Prüfungen immer diese Holzbretter kaputt hauen, ne? Mit dem Fuß, also ich musste es mit dem Fuß machen, ne? Weil in Taekwondo machst du halt mit Füßen. Und ich hatte halt einfach voll Schiss, beziehungsweise habe ich das halt überhaupt nicht hinbekommen. Aber danach ging es voll gut. Weil ja, am Anfang war es ja nur mit der Ferse und irgendwann mit den Fuß, also mit den Seitenfuß, keine Ahnung, wie man das jetzt nochmal nennt, ich weiß es nicht, egal. Und ja. Und dann habe ich ja Domi kennengelernt. Also ich glaube, Domi war damals noch... Aber wie alt war der da? Ich glaube, der war damals 11 oder so. Ich bin 1. Der kleine süße Dominik, der damals noch kleiner war als ich, Mann. Das war voll putzi. Dann seid ihr alle größer als ich. Also außer du, Marvin. Sag ich doch. Ich trage ich ja jeden Tag. Nein, bist du nicht. Das sagst du einfach so. Ja, und dein Stöckel schon. Bist du vielleicht 1 Zentimeter größer als ich. Und dann habe ich nur damals im Taekwondo, dann bin ich auf die Realschule gegangen, nach der Hauptschule. Und habe die 7. Klasse wiederholt und dann habe ich nur von irgendwie so einem Typen oder beziehungsweise einem Kumpel von Domi damals auch gehört gehabt, dass der jetzt irgendwie durchgefallen ist im Gymnasium. Und dann ist halt auch von wegen auf die Realschule runter. Also dann hat er noch so gesagt, so ja, der ist auch auf der BBS, ne? Und ich dachte mir so, Dominik, so in welche Klasse kommt der wohl, ne? Weißt du, habe ich mir schon so überlegt, potenziell, ne? Und dann war der halt, dann war irgendwie erster Schultag und dann haben wir den halt echt, haben wir es halt da echt gesehen. Und so hat sich die Gruppe verfestigt. Am Anfang waren wir nur ein magisches Trio. Fede, Domi und ich. Das war lustig. Aber ich glaube, ich habe mich mit Fede im größten Teil irgendwie eigentlich voll schon angefreundet, weil wir eigentlich immer denselben Fahrweg hatten zur Schule. Also wir haben uns halt immer in der Früh getroffen. Das war eigentlich ganz cool. Bis dann irgendwann... Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich bin aber irgendwann angefangen, den anderen Bus zu nehmen, weil der irgendwie viel schneller zur Schule fährt. Und ich habe dann auch angefangen, irgendwie später zur Schule zu gehen. Ich bin eigentlich, weißt du noch, wie wir eigentlich immer, keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder wir waren doch immer schon so um 17 oder 15 oder sowas in der Schule. Bevor die Schule, also lang bevor die Schule überhaupt angeht. Und hat immer rumgegammelt, das war voll lustig. Immer voll die, was da für Scheiße war, Mann. Beste Begegnung sowieso war damals mit dir dann in der 8. Klasse, so von wegen, wo ich mich gebückt habe und ich meine Schnürsenkel zumachen wollte und du so, ah, da bist du kopflos. Der war schon da. Also 8. Klasse war schon da. Wann kam eigentlich Max zu uns? Der kam in der 9. Echt? Ne, 7. war auf jeden Fall noch nicht da. Können wir ihn ja gleich fragen, wenn er wiederkommt. Ja, aber der wird noch ein bisschen brauchen. Lukas war damals, ey, du erkennst doch nicht die Bilder von der 7. Klasse von Lukas. Ja, und der ist ja voll noch die dicken Bäckchen. Das war richtig cool. Ich weiß. Und Marco war damals noch voll Hipster. Der war mit den coolen Kids aus der Klasse befreundet. Der ist so richtig erst irgendwann später zu uns gekommen. Weil du kamst, warst du sowieso mit der ganzen Klasse befreundet. Ich war das Mittelkind einfach.
Ja, du bist so der, der, du bist so das, du bist so die Brücke zwischen allen Leuten in der Klasse.